kennt ihr hoffentlich auch alle von zu Hause, die Nudeln auf dem Herd stehen lässt. Oh, was auch geil ist, wenn alles Wasser verdampft ist und sie dann reinbraten, unten in den Topf. Das wird teilweise richtig lecker dann. Aber nicht zu lang, sonst brennt es rein. Und dann ist es nicht mehr lecker. Oh, da ist die Pistol Round auf der ersten Map Mirage. Ich lese euch das Map-Video kurz vor. Fnatic hat Overpass gebannt, Space Soldiers Nuke. Fnatic hat dann Mirage rausgenommen, gepickt und Space Soldiers Cobble. Also die Lieblingsmaps von Space Soldiers gegen Fnatic. Besser hätte es jetzt nicht sein können. Und da ist schon Xantaris. Das erste Brett des Matches schon mal vernagelt worden. Von hinten kommt gleich JW, da müssen wir noch aufpassen drauf. Engine ist da, aber auf der Hut. Und so geht es in ein 4 gegen 1 für Golden. Schöner Shot auf den ersten, aber der zweite überrennt ihn dann. 1 zu 0 für Space Soldiers. Und wir haben die erste Pause. Technisch. Außer Xantaris will erzählen, wie sie. Das ist so ein geiles Meme. Also, warum ich jetzt so retarded lache, ist, dass gestern schon angefangen hat, dass sie sich gegenseitig geärgert haben. Oh, da ist der Chat leider abgeschnitten. Nee. Sie haben hier eben. Genau. JW, also ist. Kallax ist immer der Letzte auf dem Server gewesen anscheinend in diesem Turnier und das ist dann eben auch bekannt geworden. Und als kleiner Witz war dann eben, wenn Kallax wieder nicht da war, hat Major angefangen zu sagen, ah, Kallax, der Idiot, der kommt wieder nicht auf den Server und sowas und ach, Kallax wieder. Und dann haben die gegnerischen Teams auch angefangen. Wo ist denn Kallax? Und jetzt, der soll sich mal beeilen und sowas. Und wieder der macht nur Probleme. Und jetzt verschüttet der in der ersten Runde seine Cola. Und es bricht einfach nur aus allen raus. So gut. Ja, nochmal um das Revue passieren zu lassen. Ich frage mich, was bei so stark regulierten Turnieren wohl die Strafe ist, wenn du deinen Drink verschüttest. Ich glaube, du darfst auf dem Tisch gar keinen mehr haben. Ja. Aber man kann ja auch ein Kabel rausziehen, so ist es ja nicht. Es geht ja unterm Tisch normalerweise. Oh, Despe hätte wohl lieber mal ein Kabel rausgezogen, dann wäre er vielleicht nicht gesprungen, sondern wäre einfach nur stehen geblieben und hätte den Kill gemacht. So muss Xantaris nochmal rein mit der MP9. Das muss so nervig sein für Fnatic, dass Xantaris schon wieder so aufdreht. Da bebern und schlottern die Knie. Ihr wundert euch sicher, warum Spiel um Platz 3 und was gibt es dafür überhaupt? Ich werde es euch demnächst erzählen. Zunächst muss ich meinen kürzlich geschlossenen Tab wieder öffnen. Und sorry, dass ich die Preisgeldverteilung nicht auswendig gelernt habe. Es sind
40.000 Dollar für den ersten, 20.000 für den zweiten, 10.000 für den dritten und 6.500 für den vierten. Also zwischen dritten und vierten Platz sind auch nur 3.500 Dollar Unterschied. Ich denke, das kann man auch einfach mal... Ja, also 3.500 Euro sind ja sogar für mich Peanuts. Spaß. Jahresgehalt ist das ungefähr. Despe und Kalix klären den Klatsch. Gegen Glocks verliert Space Soldiers drei Leute. Was ich echt cool finde, ist, dass Space Soldiers so zusammengeblieben ist und Xantaris auch nicht abtrünnig geworden ist. Sonst hätte sich um ihn herum niemals so eine Community, niemals so ein Team gebildet. Und höchstwahrscheinlich hätten wir dann eben einen erheblich kleineren Talentpool in der Türkei. Und daraus erwächst ja dann wieder in Zukunft hoffentlich eine starke Szene. Mit mehreren Profispielern. Dark Passion ist ja auch schon ein gutes Beispiel dafür. Heißen die Dark Passion? Ich glaube schon, das ist Dark Passion. Kalix kommt ja daher, wenn ich nicht ganz falsch liege. Oh, Major. Der Schuss gegen JW war richtig gut. Nicht nur der Schuss an sich, sondern auch wie er organisiert wurde. Und da sieht man schon die Spuren der beiden Schüsse. Einmal von JW und einmal von Major eben. Es geht trotzdem auf den A-Spot. Centaurus und Engine stehen dann im Kreuzfeuer zusammen mit Kalix. Na, und Golden ist durchs Window gekommen. Überraschung für Xantaris war groß. Engine steht aber noch im Balkon. Jetzt versucht er sich einzusmoken, aber das klappt nicht. Major hat den Double Kill mit einem Schuss. Lecro im 1 gegen 1. Kalix mit 36 HP. Und er hört Lecro steppen, bevor er springt und fischt ihn aus der Luft. Easy peasy für Kalix. Mit verschütteter Cola aimt es sich besser, anscheinend. Ich glaube, ich nutze die Save Round von Fnatic schnell und bin sofort wieder da. Wie gesagt, die Nudeln. Ich kann sonst nichts essen den ganzen Tag nicht. Ich muss irgendwann mal Essen kochen und leider habe ich noch keinen Diener. Wer mir Diener sein will, darf sich bitte über meinen Twitter-Account melden. Ich nehme Bewerbungen an. Schreibt mir einfach @dabutv. Dann können wir vielleicht was ausmachen, aber jetzt muss ich erstmal selbst das Wasser abgießen.
Da bin ich wieder. Was habe ich verpasst? Nö. Ja gut, dann war ich nicht schnell genug für die Waffenrunde. Sorry. Ich hoffe, der Autodirector, der nicht funktioniert, hat euch gut unterhalten. Jetzt bin ich wieder an der Kamera. Und Fnatic verliert den Kampf um die Apartments auf A. Und daher bauen sie nochmal um. Wir wissen ja nicht unbedingt, wo Engine dann hingeht. Deswegen steht da auch ganz defensiv gerade Golden drüben. Im Palace. In den B-Apps arbeitet sich Flasher nach vorn. Und hinter der Mauer steht Major. Mit der CZ. Das müsste eigentlich ein Kill sein für Major. Flasher hat nur keine Nades. Deswegen hat Major wahrscheinlich keine Gelegenheit, Flasher zu killen. Außer während Flasher weggeht. Das ist so eine Bait. Flasher checkt das auch. Ah, der geht da nicht rein. Major hofft, dass Flasher sich dazu verleiten lässt, einen Easy Kill oder einen vermeintlich Easy Kill zu holen. Oh, jetzt muss er aber in die andere Ecke. Jetzt kommen sie nämlich von kurz. Aber die Bait geht nicht auf. Flasher und Co. klären den Spot. Engine hat eine AK und die wird er wohl versuchen zu saven, schätze ich. Ob sie ihm das erlauben? Ja, durch Zufall schon. Golden kriegt genau durchs Loch in der Wand, als Engine sich zum Palace aufmacht. Und er kriecht in die andere Richtung. Nach da. Vielleicht, also wenn Golden hier reingegangen wäre, hätte er eine Line of Sight gehabt. So nicht. Und Fnatic verkürzt trotzdem auf 5:2. Bei wieder für die Space Soldiers. AWP bei Despe. Relativ viel Equipment ist dabei. Nur er hat halt nur eine Flash. Außerdem fehlt beim Rest des Teams das Kit. Und da können wir am Ende der Runde nochmal ein Auge drauf werfen. Müssen wir ja irgendwann mal. Xantaris flasht jetzt in die Mitte rein. Despe wagt den Peak. Er sieht, dass Lecro da direkt hinter der Box ist. Schießt aber nicht durch. Und jetzt wird er abgesmuckt. Er zieht schon mal hin, wartet einen Moment, funktioniert aber nicht so, wie er es gedacht hat. Er hatte gehofft, dass nach der Smoke gepiekt wird. Xantaris steht Anti-Flash, ein bisschen zu sehr Anti-Flash, denn er hat auch Anti-Leben gestanden. Gar nichts gesehen, einfach nur die Wand angestarrt und dafür kassiert er natürlich. Oh, Lecro. Hat er in die falsche Richtung geschaut. Major macht sogar nochmal einen Headshot und finisht Golden. Also ein 3 gegen 3, Brawlern. Mit 6 HP am Tetris im A-Spot. Ich glaube, er hat Engine gesehen. Ja, und jetzt auch im CT-Spawn Despe. Fnatic will trotzdem auf den A-Spot. Nein. JW geht in den Connector rein, um die Rotation abzufangen. Flasher muss aber irgendwann von der Seite hier rüber. Und das, wow. Und das ist eben ziemlich gefährlich. Das zu überbrücken. Dafür ist jetzt JW da. Flasher bereitet auch für JW den Jungle vor. Der kommt da rein. Ja, wirft den Molly doch nicht. Und dann wird er gekillt von Engine. So unglücklich. Eigentlich gut gedacht. Brolin muss jetzt mit den 6 HP den ganzen Spot clearen. Währenddessen holt sich Engine schon Flasher. Und Brolin. Ja, okay. Gut. Ich muss die Bombe holen. Ich muss da jetzt mich beeilen. Das finde ich echt cool, weil Brolin umgeschalten hat. Oh, die Bombe ist down. Um als T die Runde zu gewinnen. Und, um als T mit wenig Zeit die Runde noch zu gewinnen, muss ich planten. Sonst kann ich das 3 gegen 1 nicht gewinnen. Und er geht sofort auf den Round-Win, dreht sich weg, will zur Bombe.
Also er zeigt auch, dass er ein Teamplayer ist, nicht, dass er jetzt am B-Spot sich eingekämmt hätte und dann auf Teufel komm raus den Kill holt oder sowas in den letzten Sekunden, sondern er hat es echt noch versucht zu planten, nur wurde er eben sehr früh abgefangen dabei. Apropos abgefangen, auch in der Mitte fängt Despel was ab. Centaurus steht jetzt in der anderen Ecke, vielleicht ist die ein bisschen glücklicher für ihn. Kalix wird auch wichtig. Wenn er mit seiner CZ einen Kill macht, wunderbar. Wenn er keinen macht, ist er wenigstens Ablenkung. Oh, und Centaurus kommt gerade gar nicht rein. Ey, ist ja schlimm, dass der gerade so menschlich spielt. Oh, Engine, der spielt unmenschlich. Schöner Spray-Transfer. Hat auch noch die Bombe gedroppt währenddessen. Und jetzt sind es die drei CTs in einer sehr interessanten Position gegen JW und Flasher, die noch 48 Sekunden auf der Uhr haben. Müssen jetzt gleich die Initiative ergreifen. Und sie haben keine Ahnung, wo die CTs gerade sind. Der Fakt, dass Flasher gerade das Loch abgeaimt hat, zeigt, dass sie ja vielleicht davon ausgehen, dass Despe rotiert ist. Ist er aber nicht. Das heißt, nur noch JW zu finden für Space Soldiers. JW mit dem Kill gegen Engine und als er den Move macht, den endgültigen Move, hat ihn Major, der eine super Partie spielt bis jetzt. Also, wir fassen zusammen. Centaurus ist auf dem Erdboden angekommen, spielt wieder wie ein normaler Mensch. Dafür hat Engine die Spray Control und Transfer direkt aus der Hölle. Und Major hat sich Centaurus Skill ausgeliehen. Die beiden Kills auf kurz, die waren echt ganz nice. Auch wenn, glaube ich, der zweite Headshot eher ein bisschen Zufall war. Despe schaut in den Underpass rein gegen die Deagle Round. Gar nicht so ungefährlich. Aber Kalix killt Golden in der Mitte. Fnatic zu zweit in den B-Apartments und da sage ich ja schon, das ist gefährlich gegen die Deagles, überhaupt irgendwo hinzuschauen. Andererseits musst du ja irgendwann was irgendwo hinschauen. Necro steht in der Ecke und Engine überrascht ihn. Die Position seines Teammates eingenommen und trotzdem wird es ein 2-on-2. Dank Brawlern, der sich jetzt auch noch die AWP geholt hat. JW steht immer noch in den B-Apartments, das ist unerwartet, weil Space Soldiers ja schon zwei Kills in den B-Apartments gemacht hat und deswegen nicht denkt, dass da noch ein Dritter so spät nachkommt und gleichzeitig so früh. Bomb has been planted. Jetzt denken sie, es ist A. Nee, sie hätten ja das Ticken sonst gehört. Gut, das wäre jetzt noch krasser gewesen. Auf manchen Events ist es so laut, dass man fast nichts hört. Aber nicht hier. JW hört sie aus der Küche kommen. Ja, und das war viel zu leicht. Und trotzdem wird er getradet. Schade. War eine echt gut ausgedachte Runde von Fnatic. Und auch ein kleines bisschen Improvisation war dabei. Und selbstverständlich auch ein Double Kill von Brolin. Also sie machen es teuer zumindest. Und ihr seht schon, das Geld von Space Soldiers ist fast ganz ausgegeben. Oder wie Clown es gerne sagt, negatives Geld. Jetzt muss Space Soldiers also gewinnen, sonst müssen sie saven. Die Gelegenheit für Fnatic, das Spiel an sich zu reißen und ein kleines Mittel-Comeback zu starten. In der mittleren Phase des Spiels. Super Timing an der Smoke. Oh, JW rennt ein bisschen verplant rein. Das hätte ja ich sein können. Rennt irgendwo hin und schaut links, rechts und wird dann gekillt. Despe steht oben noch. Golden, der ist nicht ganz so verplant. Kriegt gleich mal seinen zweiten Kill in der Runde. Aber die Bombe ist noch im Connector gedroppt. Und Engine deckt die zusammen mit Major. Das sollte unmöglich sein für Golden, die Runde noch zu gewinnen. Vielleicht, wenn er sich über Mitte vorarbeitet. Nee, ich
Sehe nichts. Ja, wenn er Engine jetzt killen würde. Ja, es war echt der beste Versuch, den man hätte starten können. Und was noch möglich gewesen wäre, wenn er hier durch die Mitte geht und dann entweder hier den Kill macht oder da. Dummerweise kann ihn dann jeweils der andere gleich traden, weil sie gegenseitig sehen, wenn da jemand ist. Also wäre es vielleicht... Ja, und hoffen, dass Major vielleicht vorbeischießt mit der AWP. Sowas. Dann wäre es noch möglich gewesen. So war es das nicht. Und Space Soldiers kommt wieder zurück ins Game, nachdem sie kurz vor dem Safe gestanden waren. Also ein schneller Start von ihnen. Oh, Despe. Da hat er den Bomb Carrier übersehen. JW sitzt da immer noch in den B-Apartments. Der Matchmaking-Fake von Fnatic geht auf. Hier sind alle CTs am A-Spot. Um euch nochmal ein paar epische Kamerafahrten zu geben. Ich bewege die Maus extra langsam. Mit Soundeffekten noch. Und JW am B-Spot. Jetzt kommen drei Spieler aus der Küche. Flasher wurde gerade im T-Spawn von Despe gekillt. Und oh, JW versucht die Initiative im Kampf zu ergreifen und dadurch die CTs zu bremsen oder zu überraschen. Irgendwas, ja. Irgendwas verbunden mit der CZ wird ziemlich oft ziemlich gut, aber nicht in dieser Runde. Also MP9 für Despe gerade. Immer noch. Hat er vorhin auch schon. Das war im Underpass sogar. Flasher gegen Despe. Und Major revanchiert sich dann. Nee, das war doch auf Kurs. Spinn ich. Nee, das war im Underpass. Das ist halt dumm, weil man nicht sieht, ob der Spieler jetzt, wenn er hier steht, ob der jetzt im Underpass steht oder auf Kurs. Hätte genauso gut auch auf Kurs stehen können. Mit der MP9 vielleicht unwahrscheinlich, aber egal. 4 gegen 3. So oder so. Fnatic hat trotzdem im Endeffekt die Oberhand. Denn sie können zu dritt B pushen. Und da steht im Moment nur Major. Und sogar der hat sich gerade aus dem Spot selbst zurückgezogen. Der schießt zweimal daneben. Das ist auch der Tod von Xantaris jetzt. Bombe gelegt. Brolin sitzt im Spot. Kalix down. Die beiden letzten CTs sterben auch noch. Super Deckung von Fnatic. Wie ich gesagt habe, sie hatten eigentlich die Oberhand, auch wenn sie einen Spieler weniger in der Runde hatten, haben sie es trotzdem sehr gut geklärt. Und ja, Major muss aus der Küche einfach einen Kill machen. Jeder andere Top-AWP hat genauso Phasen, wo sie mal treffen wie ein junger Gott und dann nicht so gut treffen. Ja, bei ihm war es jetzt halt genau in der falschen Runde, dass er nicht getroffen hat. Killt er einen, werden sie in der Küche nicht so schnell gepusht. Er bleibt länger am Leben, Xantaris wahrscheinlich sogar auch. Und das schaut ganz anders aus. Oh, jetzt geht Xantaris in die Mitte. Easy Kill für Brolin. Kein Support da gewesen für Xantaris. Und bei 1,30 in die Mitte so reinzugehen vom Connector aus, das war optimistisch von Xantaris. Und nach hinten der Connector abgesmoked. So hat Fnatic relativ viel Kontrolle und kann wieder auf B gehen. Major sitzt diesmal mit dem M4 da. Engine auch. Und Engine macht nur einen Kill. Jetzt ist kurz offen und Apartments auch. Major weiß, dass von beiden Seiten Leute kommen. Einer davon ist Golden. Schöner Shot von Golden.
Jetzt der Glackrow die Küche. Oh, dreht sich wieder weg. Na gut, sie haben ja jetzt genug Leute da. Einer davon ist JW, der wird schon gekillt. Golden wird immer wichtiger für die Runde. Ah, wird geflasht, aber Kallax holt ihn sich. Flasher mit dem Instant Trade. Glackrow positioniert sich gerade neu, während Flasher den Spray gegen Des besetzt. Und damit kommt Fnatic wieder zurück, aber das sind eben ganz viele Tropfen auf einen sehr heißen Stein. Es bildet sich eine ganz kleine Pfütze, aber die verdampft so schnell wieder. Vorausgesetzt, der Stein wird weiter beheizt. Und dafür ist Space Soldiers jetzt verantwortlich. UMP bei Engine, 3 CZs und eine Diegel in der Hand von Xantaris. Also eine durchaus machbare Runde. Ah, Despe kriegt da den Kill nicht. Kallax tradet wenigstens. Und damit kriegt er auch die AK, genau. Ein bisschen länger gedauert, bis er sie aufgenommen hat. Flasher geht dann kurz vor. B ist so die erklärte Schwachstelle anscheinend gerade. Flasher zeigt uns auch gleich warum. Ja, da klatscht es zweimal und der B-Spot ist offen. Engine ist zwar in der Küche, aber mit der UMP. Naja, er ist mutig, aber das bringt ihm leider auch nicht viel. 10 zu 5, nicht 11 zu 4. Außer Kallax klatscht jetzt. Nee. Er wird ins Gesicht geklatscht. 10 zu 5. Fnatic mit einer respektablen Leistung in den letzten paar Runden. Aber wie gut wird Space Soldiers in der Pistol Round wohl sein? Sehr gut oder überkrass sehr gut? Die sind echt eine Macht mit den Pistols. Denke, dass man sich als Underdog-Team echt auf solche Special Rounds auch spezialisieren kann. Und dadurch dann eben auch schon gefestigtere Gegner aus der Balance bringt. Also ich würde als Underdog Pistis trainieren ohne Ende. Ich würde mir die krassesten Sachen ausdenken. Und das ist jetzt keine dieser krassen Runden. Space Soldiers pusht den A-Spot, sie gehen in den Jungle rein, da steht Brawlern, der wird überlaufen. JW kommt zwar weg in die Ecke, aber die Kontrolle ist ja gefallen. Golden kann vielleicht vom CT-Spawn noch was machen. Wir müssen auch immer ein Auge auf JW halten. Glackrow ist super wichtig, aber der wird schon gespottet. Engine und Major gehen dagegen. Ah, da ist nichts mehr dabei, ja. Das war eine überkrass gute Pistol-Round von Engine mit 3 Frags. Ziemlicher Standard. Was interessant ist, dass sich, also früher waren die CTs im Spot gestanden, haben den verteidigt und die Ts sind einfach auf B gegangen. Dann hat sich herausgestellt, okay, die CTs stacken B und die Ts kommen nicht mehr auf den B-Spot mit diesem billigen Rush. Also sind sie auf A gegangen. Und dann hat sich herausgestellt, wenn die CTs in A stehen, dann können die Ts sie einfach umrennen. Und ich glaube, da können wir noch ein bisschen drüber reden. Danach hat sich dann entwickelt, dass die CTs eben hier so stehen und hier stehen und den Ts diesen Raum geben, um dann zu retaken. Oh, JW. Steht da gefährlich für Space Soldiers. Er steht off-angle. Und er hat den Überraschungsfaktor. Aber nicht genug Schuss. Im Endeffekt hat er noch 3 gehabt. Aber das ist ja wie verhext für ihn. 2 Spieler so low gemacht. 15 und 7 HP. Die Runde fängt gut an für Fnatic. Aber jetzt verlieren sie Brawlern. Und auch Golden fällt. Vielleicht können Legro und Flasher die beiden Kills noch vollenden, die vorher JW angefangen hat. Nee, nein, schade. Da wären noch ein paar Kills drin gewesen für Fnatic. Aber Space Soldiers sind dazu organisiert. Naja, dann, also nach dieser, die CTs bleiben weg. Und
Dann sind die Tees, aufgrund dieser massiven CT-Kontrolle, sind die Tees in den Spot gepusht und haben versucht, den CT-Spawn unter Kontrolle zu bringen, sodass die CTs nicht von hier retaken können, sondern hier retaken müssen. Dann haben die CTs das eben meistens gecountert, indem sie drei Leute in den CT-Spawn schicken. Und da fangen wir gleich wieder an. Oh, ja, ja. Das war super schnell. 1,40. Innerhalb von 15 Sekunden ist Space Soldiers auf den Spot gefahren. Ja, auch mit dem Knife in der Hand kann JW leider keine Kugeln abwehren. Das geht maximal bei Star Wars oder vielleicht noch bei PUBG mit der Pfanne. Aber sonst geht da nichts. Space Soldiers machen da kurzen Prozess. 13-5. Genau, und nachdem die CTs dann hier massiv den CT-Spawn gestackt haben in der Pistol Round, haben die Ts angefangen, den Jungle zu pushen, weil sie sich gedacht haben, ja gut, dann habt ihr halt den CT-Spawn, dann viel Spaß dabei, wenn wir hier planten, dann könnt ihr gerne versuchen, uns aus dem Jungle rauszubekommen. Vor allem, wenn du da noch hier einen hast, dann ist es vollends Banane. Und das ist die Evolution der Pistol Round auf Mirage. Weiß auch nicht, warum ich das jetzt alles so ausführlich... Egal. Hat Spaß. Zumindest. Ich hoffe, der ein oder andere hat vielleicht was dabei mitbekommen. Brolin bekommt auch was mit, nämlich ziemlich viel Blei von Engine. Mit der MAC-10 rennt er ihn einfach über den Haufen. Also die MAC-10 einfach auch geil dafür. Macht Spaß, mit Inline-Skates über die Map zu rennen. Flasher kommt jetzt wieder über den Ladder Room ins Window rein. Aber oh, doch jetzt wieder. Ich wollte gerade sagen, er verpasst das Timing, um die beiden Spieler in der Mitte zu sehen. Jetzt hat er sie. Wow, okay. Jetzt hat er sie. Xantaris steht da wie ein Bär. Da brauchst du ein paar mehr Schuss als für den normalen Menschen. Er ist ein Bärmensch und er hält besonders viel aus. Mit 2 HP kann er sich trotzdem noch glücklich schätzen, dass er da durchkommt. 14-5 für Space Soldiers. Ja, die sind gut. Unerwartetes Ergebnis, ehrlich gesagt, dass es so eindeutig wird. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir kriegen die zweite, in Anführungsstrichen, Buy-Round, denn Fnatic spielt gegen den Map-Point von Space Soldiers. Ja, Engine mit 2 Frags. Super Entry gegen den Force-Buy. Perfekt gelaufen. Kalix checkt den Jungle. Lecro steht da mit der Deagle auf kurz. Das könnte zum Problem werden. Aber Xantaris hat gerade den Frag vom Balkon in den CT-Spawn gemacht. Und außerdem kommt gleich noch einer von hinten. Da ist Major gerade durchs Loch in der Wand gekrochen. Und Flasher macht dann nochmal einen Headshot. Gut gespielt von ihm. Aber wie gesagt, Major, der wird sogar nochmal reingeflasht, obwohl er schon von hinten kommt. Oh, Knife, Major, ja, ja, Mann. Ich habe es vor dem Spiel noch gesagt, wenn man die Gelegenheit zu einem Knife bekommt, wird man sie in diesem Spiel um Platz 3 sicher wahrnehmen. Und Major, vielen Dank dafür. Merci beaucoup, Major hat es bewiesen. Den hätte er wahrscheinlich auch in einem ganz normalen Spiel, sogar in einem Finale gemacht mit dem Knife. Also ich zumindest. Snacks sicher auch, da bin ich mir 100% sicher. Und unsere Schelme da von Fnatic erst recht so. JW und Flasher, die lachen sich gerne mal in die kleinen Fäustchen. Ja, Flasher würde jetzt auch gerne wieder lachen. Hat er den zweiten Frag in der Mitte. Damit Space Soldiers Hoffnung auf ein sehr schnelles Ende. Erstmal im Winde zerblasen. Die verdammte Knochenregel. Sie schlägt immer zu. Boah, schön von Major. Jetzt hat er ein 1-2.
Zugeschlagen hat die Regel noch nicht. Bei 1-10 habe ich mich vielleicht dazu verleiten lassen, zu früh zu denken, dass da keine Chance mehr besteht. JW und Golden aimen jeweils die anderen Ecken ab. Oh, T-Spawn ist noch offen. Aber da würde Major ja schon eine halbe Stunde brauchen, um dahin zu sneaken. Flash da raus. Oh, schöner Spray. Er wusste nicht mehr genau, wo JW ist, aber er hat ihn damit zumindest weggedrängt. 24 HP wollte JW da nicht durch einen Zufallsschuss getroffen werden. Mit 2 HP hat Major nicht mehr so den Spielraum. JW rennt aber um sein Leben. Die Smoke, da wusste Major selber nicht, wo die hingeht. Ja, der rennt schon mal zu B. JW weiß schon, was Major vorhat. 10 Sekunden sind auf der Uhr. Es ist auch keine Kunst, das vorherzusehen. Oh, er schafft es eh nicht. Oh, und JW killt ihn. War das nach der Zeit? Naja, das interessiert Major jetzt wirklich nicht, ob er nach der Zeit stirbt. Der hatte $14.000. Mehr als genug, um 2-3 Runden hintereinander durchzukaufen. Ihr seht es ja, $5.300 hat er jetzt ausgegeben für den Fullbuy mit CZ. Er hat sich da noch das Schmankerl gegönnt. Also, mit Loser-Bonus, wenn sie jetzt 3 Runden in Folge verlieren würden, würde er insgesamt dann auch nochmal 6.000 Loser-Bonus bekommen. Also, da kann man easy durchkaufen. Boah. Eieiei, Golden. Da hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert, der Arme. Roland wurde auch gespottet, bevor die Flash aufgegangen ist. Irgendwie bleibt er am Leben. Jetzt stirbt er doch noch. Flasher pusht vor. Er hat 2 Kills schon gemacht. Necro noch rotierend. Und JW allein im Jungle. Da kommt der Molly auch noch rein. Er muss ihn absmoken. 23 HP. Ja, er lief Gefahr zu verbrennen. Jetzt will ich doch die AK mal an Necro weitergeben. Junge. Land es durch. Space Soldiers will diese erste Map jetzt gewinnen. Cobblestone wäre die zweite Map. Das ist absoluter Luxus für Space Soldiers. Ihre beste und ihre zweitbeste Map. Besser hätte es nicht sein können, das Map-Veto. Oh, Xantaris mit dem Double Kill. Also, da ist es. 16-6 auf der ersten Map für Space Soldiers in diesem Best of 3 gegen Fnatic. 24 Kills für Engine und Major mit 22. Da sieht man, die drei bleiben glücklicherweise noch auf dem Server, sodass ich euch die Scores vorlesen kann. Wir sind gleich wieder, oder ich bin gleich wieder zurück. Ich muss das, was ich gekocht habe, ja auch irgendwann mal essen. Und dazu hatte ich leider noch keine Zeit. Also sitze ich hier seit 7 Stunden, nichts im Magen. Und